Frau Potthoff, es ist ja ein sehr religiöses Sujet eigentlich auch von dem ganzen Film. Haben Sie mit Heiligsprechungen irgendwann mal schon was zu tun gehabt? Nein, gar nicht. Ich bin ein absoluter Neuling im christlichen Film. Was hat Sie dann trotzdem was hat Sie dann trotzdem gereizt? Also gereizt hat mich, also es hat mich nicht abgeschreckt, das christliche Thema, aber ich glaube, dass es, ja, dass es ein Thema von vielen ist in diesem Film. Klar sind die, der Versuch der Heiligsprechung ist der Aufhänger, sage ich mal, dieses Problem zu lösen. Aber letztendlich geht es darum, ja, das persönliche Drama jeder Figur irgendwie zu erzählen. Die Ehe der beiden, die sicher nicht die beste ist, also von Christian Ulm und Marie Leuenberger, weil sie einfach Geldsorgen haben. Wie löst man dieses Problem? Meine Figur, die wieder zurückkommt ins Dorf und sich mit ihrer Biografie auseinandersetzt, das ist auch sehr viel neben diesem rein christlichen Thema. Aber also wir sind von der katholischen Redaktion und für ein kirchliches Medienhaus, deswegen zielen unsere Fragen da so auch ein bisschen drauf ab. Das wollte ich Kein einfach noch Problem. mal erklären. Deswegen komme ich gleich so mit der Tür ins Haus. Also Sie sagen, das hat Sie nicht abgeschreckt. Aber würden Sie trotzdem sagen, dass da na, nicht Ressentiment, aber dass Sie sagen, ja, dieses Thema, so ganz wohl fühle ich mich da vielleicht nicht dabei? Also ich, wenn Sie mich persönlich fragen, habe ich persönlich sehr viele Berührungspunkte mit der Kirche gehabt in der Vergangenheit, weil ich sehr viel Jugendarbeit gemacht habe in der Kirche, also im evangelischen Bereich, was ein bisschen besonders ist in Bayern, weil da ja eher die Katholiken vertreten sind. Aber ich habe sehr viel Berührungspunkte mit der Kirche gehabt. Es ist ein bisschen weniger geworden. Aber ich glaube auch als Zuschauer, und das ist, glaube ich, das, was ich meinte, ich glaube, man kann als Atheist oder als Nichtgläubiger genauso diesen Film sehen und sich mit der Thematik auseinandersetzen, muss keine Angst haben, dass es irgendwie zu, ja, dass das Thema einen nicht ansprechen könnte. Ist die Papstfigur, wie sie gezeichnet wird, dadurch den Kollegen, ist es so, wie sie sich ihn wünschen, vorstellen oder eher nicht vorstellen? Wir haben ja auch noch einen wirklichen Papst jetzt. Also ich würde mir wünschen, dass er den Humor hat, also dass der wirkliche Papst den Humor hat, den unser Papst hat sozusagen, dass er dann auch mal darüber lachen kann, was jemand versucht hat, um sein Problem zu retten, was ja so haarscharf an der Illegalität vorbei ist. Ich befürchte, dass er nicht ganz so viel Humor hat oder dass er da sicher nicht ganz so modern ist, sage ich mal. Aber falls es eine Anregung für ihn ist, freue ich mich. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie evangelischer Sicht quasi viel gemacht haben früher. Könnten Sie sich vorstellen oder gibt es Momente im Film, wo Sie sagen, das hat mich jetzt am katholischen Glauben sehr gereizt und das finde ich sogar besser als beim evangelischen? Jetzt durch den Film habe ich da keine besondere Erkenntnis gehabt, aber es ist schon generell so, was ich an der katholischen Art Glauben zu leben mag, ist, dass es viel, viel, viel schönere Rituale hat. Also das ist zum Beispiel die Art, Gottesdienst zu feiern teilweise. Also es gibt auch was, was mich abschreckt, aber also der Sinn fürs Schöne und fürs Rituelle, das finde ich schön, wenn man Glauben leben kann, so. Weil dieses runtergefahrene, puristische macht es manchmal schwer, eine Sinnlichkeit zu empfinden. Und das finde ich schon schön. Also, das ist, also ich muss auch sagen, ich gehe viel in Kirchen, wenn ich irgendwo im Urlaub bin. Ich zünde immer eine Kerze an. Und ich mag auch die Maria-Figur, also als Sinnbild für eine Frau, wo man sagen kann, der sage ich meine Sorgen. Da setze ich mich mal hin und zünde eine Kerze an und bin in Gedanken da. Also, das finde ich schon schön. Also, das fehlt mir im Evangelischen sicher ein bisschen, weil es sehr viel nüchterner ist. Darf ich trotzdem noch mal nachfragen, was Sie eher dann abschreckt? Ja, es ist natürlich, also dieses Konservative, was nicht bereit ist, modern zu werden. Also, dass man sagt, Männer dürfen, Pfarrer dürfen eine Ehe eingehen. Also man sieht, was passiert, wenn Sexualität versucht wird zu unterdrücken. Da passiert einfach viel Schlimmes. Also weil Männer permanent mit jungen Kindern zusammen sind, Pfarrer und man sich vielleicht manchmal nicht mehr weiß, ja, wie man sich verhalten soll, wenn man. Also ich finde es
Ich finde, da muss die Kirche langsam einen Schritt machen, hin moderner zu werden. Dass einfach sowas nicht mehr so passieren kann. Oder auch den Bezug zu, die Papstansicht in Bezug zu Kondomen. Wenn man nach Afrika guckt, die AIDS-Verbreitung, es ist einfach, manches nicht mehr so zeitgemäß. Das würde ich mir schon wünschen, dass da eine Öffnung stattfindet. Auch für die Frauen, dass Frauen in andere Positionen gehen können. Warum nicht? Das sind so alte Regeln, die sind, was weiß ich, hunderte von Jahren alt, die damals aufgesetzt wurden. Warum hat man solche Angst davor, nicht zu sagen, wir gehen den Schritt? Ich glaube, es würden alle belohnt werden. Ich musste daran denken, jetzt komme ich ins Reden, aber ich musste daran denken, überlegen Sie, seit die Queen ein bisschen mehr Humor entwickelt hat, seit die Königsfamilie sich öffnet ihrem Volk gegenüber, wie hat die Monarchie in England wieder dazu gewonnen? Jetzt auch durch die Olympiade nochmal, was die Queen da mitgemacht hat, wie viel Humor sie bewiesen hat. Und das ganze Volk ist wieder sehr stolz auf ihre Monarchie. Und ich glaube, so wäre es auch bei den Katholiken, dass wenn gewisse Sachen, wenn ein mutiger Schritt gegangen werden würde, dass man dann wieder sagt, ich kann Katholizismus und mein modernes Leben vereinbaren. Ich glaube, es wäre gut. Ich hätte ein gutes Gefühl. Ja. Jetzt geht es um den Film, um die Heiligsprechung, damit das Dorf gerettet werden kann. Aber gäbe es in Ihrem privaten Umfeld, gäbe es jemanden, wo Sie sagen, der hätte es verdient, heilig gesprochen zu werden? Ich? Nein, null. Gar nicht. Es gibt einige Menschen, von denen ich sage, denen würde ich wünschen, dass es noch mehr honoriert wird, was sie leisten. Aber eine Heiligsprechung ist ja sowas Ultimatives. Da könnte ich jetzt keinen, also nicht, weil ich sage, es gibt keine tollen Menschen, sondern weil ich sage, es hat ja sowas, es muss ja sowas außerordentlich sein, sowas würde ich jetzt auch keinem zumuten wollen, dass er daraufhin so eine Ehrung bekommt. Erlebt Ihre Figur im Film auch sowas wie eine Läuterung, kann man das sagen? Ist da so eine, sie kommt ja zurück in ihr Dorf und ist die Männer. Fantasie, die personifiziert ja auf zwei Beinen von ganz verschiedenen Männertypen. Und also ich hatte so den Eindruck bei dem Film, da ist, eine Läuterung ist vielleicht ein blödes Wort, aber da ist so eine Versöhntsein wieder. Ist das so? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist immer einfach, als junge Frau oder junger Mann rauszugehen aus dem Elternhaus und zu sagen, das war doch alles Kacke. Und hier der engstirnige Glaube und ich konnte mich nicht entfalten und so. Natürlich, die Phase im Leben gibt es, dass man sagt, man distanziert sich von dem, was einen geprägt hat. Aber ich glaube schon, dass wenn sie zurückkommt, dass sie feststellt, dass sie ihre Schwester liebt, dass da auch ganz viel Verlustängste und also auch eine ganz schwache Seite in ihr ist. Und dass es eben auch ihre Heimat ist, aus der sie weggegangen ist. Und Heimat kann man irgendwie auch nicht ganz negieren. Auch das Versöhntsein mit der Mutter vielleicht? Ich glaube, auf eine Art ja. Ich glaube, die war schon das extreme Klischee einer unangenehmen, gläubigen Person, die keinerlei Entfaltungsmöglichkeiten ihren Kindern geboten hat. Aber ich glaube, Versöhnen und Friede zu schaffen zwischen den Eltern und sich selbst ist immer gut. Also um selber weiterzukommen im Leben. Und ich glaube, das begreift sie schon am Ende des Films. Danke.